die große Frage, warum ich mich jetzt für diese Kamera entschieden habe. Die Canon EOS R5. Wie ihr eben schon im Video erkannt habt, war ich auf den Färöerinseln 3 Monate mit der Kamera. Ja, es sind definitiv nicht die Specs, es sind nicht die 8K RAW, 10-Bit, was auch immer. Es sind nicht die 20 Frames per Second oder der Stabilizer oder auch die 45 Megapixel. Definitiv sind es für mich nicht die Specs. Ganz im Gegenteil, es ist das Gefühl, was man mit dieser Kamera wieder hat, was ich bei der R vermisst habe und was ich zuletzt bei meiner 5D Mark IV hatte. Du nimmst die Kamera in die Hand, es fühlt sich gut an und es fühlt sich richtig an und es macht einfach Spaß, mit der zu fotografieren. Es inspiriert dich, wieder Fotos zu machen und deswegen wird sie meine 5D austauschen. Ich werde den kompletten Switch von EF zu RF machen. Wenn ihr allerdings nur Foto interessiert seid und nicht so sehr am Video, dann würde ich euch sogar empfehlen, ehrlich gesagt, trotzdem noch bei der R zu bleiben, denn es ist im Endeffekt auch eine Preissache. Die R bekommt ihr mit einem Objektiv, guten Objektiv, für weniger als die nur ohne Objektiv. Und das muss man natürlich auch bedenken. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf Video und Foto und ihr wollt dieses 5D-Gefühl mirrorless und klein und geil, dann ist es definitiv die richtige Kamera. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns auf Instagram.